Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt schon gesehen, es soll heute um die Bücher gehen, die ich letztens bei meinem Neueinräumen der Bücherregale aussortiert habe. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich noch nicht hundertprozentig wirklich alle jetzt davon aussortiert habe. Das hat alles einen Grund, dass vielleicht bei einem späteren Video dann auch ein bisschen genauer wird. Hier sind auf jeden Fall Bücher, die unsicher sind und die ich auf jeden Fall dann aber auch loswerden möchte. Also es ist so beides in einem. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, welche Bücher davon ich auf den Seiten wie Rebuy und Medimops loswerden kann. Das habe ich nur zum Teil gemacht. Aber so ein bisschen möchte ich mich da jetzt auch auf eure Meinung verlassen. Wenn ihr mir jetzt sagt, keine Ahnung, ich pick jetzt einfach mal das erste Buch raus, Schloss aus Glas von Jeanette Walls. Wenn das euch mega, mega gut gefallen hat, dann sagt mir gerne warum. Und falls ihr so meinen Lesegeschmack von den Videos bisher kennt, dann könnt ihr mir ja noch schreiben, warum ihr denkt, dass es mir trotzdem gefallen könnte. Ich finde sowas sehr interessant und habt da auch sehr Lust drauf, mir von euch quasi jetzt noch ein paar Tipps so zu geben. Ja. Ich bin mir halt echt bei diesen ganzen Büchern sehr unsicher und muss dann halt einfach mal schauen, wie ich sie losbekomme. So, wie gesagt, das Buch, das ist noch nicht so lange bei mir, aber das ist so der erste Kandidat, bei dem ich mir halt echt nicht sicher bin. Es spricht jetzt doch nicht mehr wirklich zu mir. Als ich es gekauft hatte, dachte ich, ja, das könnte vielleicht was sein, aber irgendwie nicht so. Ich werde echt jetzt nicht die Bücher extrem begründen oder euch sagen, um was es geht, weil sonst sitzen wir hier ewig. Die nächsten zwei Bücher sind von der gleichen Autorin. Es sind historische Romane und die habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Das Hexenmal und das Pestzeichen. Ich habe irgendwie schon Lust drauf, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Deswegen schauen wir mal. Ein Autor, den ich so gerne mögen würde, der mir aber bisher, zumindest bei dem einen Buch, das ich gelesen habe, überhaupt nicht gefallen hat. Das war der Ripper. Und ich da jetzt einfach keine Lust mehr habe auf weitere Bücher von ihm, ist auf jeden Fall Richard Layman. Und ich habe hier noch Die Insel. Ich glaube, ich habe auch noch Das Spiel von ihm irgendwo. Vielleicht probiere ich es auch einfach nochmal, aber ich weiß nicht, bevor ich mich da jetzt wieder durchquäle und es mir gar nicht gefällt, liegt es halt jetzt immer noch so auf diesem Stapel rum. Dahin ist aller Glanz habe ich tatsächlich, wie ihr seht, schon mal angefangen in so einem Try-Chapter-Video und ich fand es ganz okay, aber ich habe dann nicht weitergelesen. Tja, ich hatte dann wahrscheinlich doch zu viele andere Bücher, aber irgendwie ist es für mich dann doch auch ein Zeichen. Aber mir gefällt es halt auch ganz gut vom Aussehen und allem her, ne? Schwierig. Auch das Buch Luna von Anne Buchberger ist tatsächlich noch gar nicht so lange bei mir, was irgendwo ein Grund mit ist, warum ich es immer noch nicht komplett aussortiert hatte. Ich glaube, das habe ich euch nämlich schon mal gezeigt. Ich bin mir gar nicht sicher. Und es könnte schon auch was für mich sein, aber dann geht es halt um eine 13-Jährige. Und da weiß ich dann doch nicht, ob es nicht vielleicht doch bisschen zu jung ist vom Alter, dass ich vielleicht denke, ich weiß es nicht. Die Erleuchtete von Amy Agresti ist eigentlich schon eher ein Buch, das was für mich ist. Aber ich habe es jetzt auch wirklich schon extrem lange hier und bisher leider immer noch nicht in die Hand genommen und gelesen. Aber es geht halt um, ich glaube zumindest, dass es um Engel geht. Ich musste gerade noch mal schauen, weil ich dachte zuerst um Elfen, aber dann ist es doch was mit Lucien und das ist ja vielleicht doch eher ein Engel. Schon wirklich extrem lange bei mir ist I'll Never Get Out of This World Alive von Steve Earle. Es ist ein Country-Buch und sowas habe ich noch nie gelesen, weshalb es doch irgendwo cool wäre, aber ja, ich hatte es halt auch echt noch nicht in der Hand und noch nicht mal ausgepackt, ne? Dann habe ich hier immer noch die ganze Reihe, die ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt habe von Bernd Peplies. Und zwar diese Reihe, die ich wahrscheinlich auch doch niemals aussortieren werde, weil sie einfach so schön ist. Ich meine, schaut euch einfach mal diese Cover an. Aber irgendwo
ich dann doch nicht, ob es was für mich ist. Also sagt mir da auf jeden Fall mal bitte, wie ihr das fandet, wenn das jemand von euch gelesen hat. Dann werde ich doch auch das mal ausprobieren zumindest. Aber ja, vor allem auch dieses Buch. Ich finde es wunderschön. Das ist halt echt so ein Grund, warum es bisher jetzt noch nicht weggekommen ist. Ähnlich hat es auch mit dieser Reihe hier auf sich, Memento. Ich finde, die Geschichte klingt so gut, aber irgendwie habe ich es ja auch noch nicht in die Hand genommen. Ha, so schwierig. Wir wollten nichts, wir wollten alles, hat jetzt tatsächlich doch auch schon ein paar Aussortieraktionen überlebt. Aber es liegt immer noch auf dem Vielleicht-Stapel. Sunshine Girl habe ich tatsächlich die beiden Bücher. Ich glaube, es ist nur eine Dilogie. Und soll ja eher so mittelmäßig sein, aber da ist halt dann die Frage, will ich meine Zeit mit einem mittelmäßigen Buch verbringen? Vor allem sind es zwei Bücher. Oder schaue ich dann, dass ich meine Zeit lieber in einem richtig guten Buch investiere? In ein richtig gutes Buch investiere. Ich glaube, dass zu diesem Buch hier die nächsten beiden Bände gar nicht mehr rauskommen, beziehungsweise dass sie nicht mehr erhältlich sind. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich habe es auf jeden Fall gerade mal für 2 Euro bei Thalia damals gekauft. Ist jetzt bestimmt auch schon 3 Jahre her. Es ist halt aber auch immer noch hier und ich habe die nächsten beiden Bücher auch nicht. Also da könnt ihr mir gerne auch mal helfen, ob es die noch gibt und wie es vor allem auch ist, wenn ihr es schon gelesen habt. Ähnlich von der Verfügbarkeit her hält sich es jetzt auch mit dem nächsten Buch, und zwar der unsterbliche Alchemist, die Geheimnisse des Nicholas Flamel von Michael Scott. Soll ja eine wirklich richtig coole Geschichte sein und ich glaube auch, dass das was für mich ist, weil Nicholas Flamel, hallo. aber auch hier, ich weiß nicht, wie ich jetzt noch an die nächsten Bände kommen soll, und wenn es mir dann gefällt, dann ist es halt blöd, ne? Das sind so die Probleme eines Buchnerds, aber so geht's mir leider. Das sind wichtige Überlegungen für mich tatsächlich. Auch mehrere Umsortier- oder Aufräum-, Aussortieraktionen hat jetzt schon überlebt das hier. Zum einen die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Und dann haben wir noch das Jahr, das 2 Sekunden brauchte, beide von Rachel Joyce. Sollen ja auch sehr süße Geschichten sein, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht zu schnulzig für mich sind. Da könnt ihr mir auf jeden Fall mal gerne helfen, ob das Liebesgeschichten sind, die irgendwo ein bisschen schnulzig sind und ob ihr denkt, dass es was für mich ist, trotz allem. Ich weiß, ich erwarte viel von euch, aber ich fand es jetzt auch mal ein ganz süßes Experiment, euch da ein bisschen mehr zu involvieren. Die nächste Reihe ist wirklich auch komplett und das mag vielleicht jetzt auch den einen oder anderen von euch schockieren, aber ich habe es jetzt auf dem Vielleicht-Stapel, weil sie nehmen halt extrem viel Platz weg und bisher fühle ich es auch noch nicht, dass ich sie jetzt in der nächsten Zeit lese, was dann natürlich auch keinen Sinn hat, ne? Es geht um diese Reihe hier, Feuerzirkel und Schlüssel. Ja. Wie sind die? Sind die cool? Ist das was für mich? Es soll ja doch um Hexen gehen. Das ist ja eigentlich genau mein Ding. Macht mir mal ein bisschen Feuer unterm Hintern, dass ich sie lese. Gerade jetzt mit meinen Haaren könnte es ja doch irgendwo was sein. Aber ich brauche so ein bisschen, ne, Tipps von euch. Ein auf jeden Fall Aussortierbuch ist Pearl von Julie Highland. Liebe macht sterblich. Ich weiß auch nicht, das hätte mir damals schon was sagen müssen. Ich glaube, das ist mir zu schnulzig, zu kitschig. Könnte vielleicht auch was mit Twilight oder so in die Richtung zumindest gehen. Ich finde das Cover unglaublich schön und ich glaube tatsächlich, es war leider ein Coverkauf. Aber ja, sie sucht unbedingt nach der Liebe und diese Sehnsucht ist so groß, dass sie selbst im Tod keine Ruhe gefunden hat und zur Unsterblichkeit verdammt ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nichts für mich. Helft mir da mal auch bitte. Ich meine, ich würde ihm echt gern auch nochmal eine Chance geben, aber ich glaube,
unendlich romantisch, aber dann steht dann halt und absolut spannend, ne? Das ist dann halt auch wieder, wenn es nicht kitschig und ein bisschen romantisch ist, habe ich damit ja auch kein Problem. Vor allem in Kombination mit Spannung, aber Kitsch und eklig triefende Romantik, mit der ich nichts anfangen kann und dann vielleicht so ein bisschen Spannung, das kann es dann auch nicht mehr retten. Wir nähern uns jetzt echt so ein bisschen ein paar Büchern, die ich auf jeden Fall aussortiere. Zum einen noch von Tess Gerritsen, Roter Engel. Ich habe mich tatsächlich von der ganzen Tess Gerritsen Reihe bisher getrennt. Hier sind noch so ein paar einzelne Bücher, die nicht zur Rizzoli in Isle Reihe gehören. Einfach weil sie jetzt auch schon so lange bei mir im Regal standen und auch die müssen jetzt dann weg. Vielleicht werde ich es irgendwann noch bereuen, aber bisher fühlt es sich eher gut an. Und dann, ja, lasse ich sie ziehen. Breed von Chase Novak habe ich, glaube ich, jetzt auch schon mal gezeigt. Das habe ich dann wieder in mein Bücherregal gemacht. Jetzt habe ich es wieder rausgeräumt. Ja, sowas passiert bei mir auch ab und an. Das ist ein Horrorbuch, also eigentlich auch genau meins. Aber nee, irgendwie will ich es doch nicht behalten. Dann ein Sergio Bambaren-Buch, ja. Nach meinem letzten Vlog und der Situation, dass ich dann plötzlich Sergio Bambarens Bücher doch nicht mehr so unfassbar genial fand, werde ich mich jetzt tatsächlich von diesem Buch hier trennen. Ich muss natürlich die Post-its noch rausmachen, aber wahrscheinlich dann auch von den anderen Büchern von ihm. Sehr traurig, aber Platz für andere Bücher. Die Vermessung der Welt ist ein Buch, das mir sehr gut gefallen hat damals. Das hatten wir tatsächlich in der Schule gelesen. Ich war immer jemand der Schullektüre. Ich hatte damit nie ein Problem und mochte tatsächlich hauptsächlich oder meistens auch die Schullektüren der Lehrer, die uns vorgeschlagen wurden. Es gab nur so zwei, drei Ausnahmen, die waren wirklich extrem schlecht. Wenn ihr möchtet, kann ich euch da gerne auch mal ein Video dazu machen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich die alle nochmal hinbekomme, aber wenn ihr wollt, wäre das eine Idee. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Why not? Ja, auf jeden Fall, die Vermessung der Welt. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich mochte es sehr, sehr gerne, aber werde ich es nochmal wieder lesen? Ich weiß es nicht. Ich finde auf jeden Fall auch den Film sehr cool dazu, falls ihr da Lust drauf habt. Ja, ist auf jeden Fall eine Geschichte von Karl Friedrich Gauss und Alexander von Humboldt, wie sie zusammentreffen und ja, ihre Entdeckungen machen. Ich glaube, ich habe da Sachen reingeschrieben, sehe ich gerade. Irgendwas habe ich gerade vorhin gesehen. Da war irgendwas mit zwar Bleistift. Ja, Chimäre ist gleich Hirngespinst, Trugbild. Habe ich mir hier hingeschrieben. Wahrscheinlich haben wir da so ein bisschen was besprochen oder ich habe es nachgeguckt. Ich weiß gar nicht, wann ich das gelesen habe. Habe ich das reingeschrieben? Ja, in der 10. Klasse. Okay, ich habe das aber sogar mit Tinte reingeschrieben. Das heißt, ich kann es gar nicht weggeben. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich werde es in Ehren wahren und vielleicht einfach wirklich irgendwann nochmal lesen. So, minus ein Buch, das ich aussortiere. Wow, es läuft gut. Handling the Undead ist auch ein Horrorbuch. Auch hier, das war schon mal auf einem Aussortierstapel, dann doch wieder nicht. Und jetzt, wo ich es in der Hand habe, denke ich mir auch schon wieder, Nora, das ist doch eigentlich genau deine Thematik. Horror und Zombies. Falls das irgendjemand schon mal gelesen haben sollte, lasst es mich wissen. Ich glaube, das habe ich damals auch schon mal gesagt. Ich bin tatsächlich durch meine New Adult Bücher und habe da auch mal rigoroser aussortiert. Auf jeden Fall werde ich mich von diesem Buch hier trennen. Dich darf ich nicht lieben von Dark Love. Ich habe hier reingelesen ins erste Kapitel und habe mir Kritiken durchgelesen, habe mir die Sternebewertungen angeschaut und mich da ein bisschen gezielter damit auseinandergesetzt und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es nichts für mich ist. Ich glaube, das ist dieses typische unschuldige Mädchen trifft auf Bad Boy und dann ist halt nichts Tiefgründigeres dahinter, sondern hauptsächlich wirklich nur das. Und damit, das, nein, das ist nichts für mich, da könnte ich mich drüber aufregen, deswegen, ich glaube, dieses Buch sollte ich besser wegtun. Noch ein historischer Roman. Vielleicht auch ein bisschen erstaunlich, dass ich mich davon trennen möchte, aber
Es ist, glaube ich, dann tatsächlich doch ein bisschen zu weit in der Vergangenheit für mich. Es ist die Völkerschlacht bei Leipzig. Und obwohl ich mich für Geschichte interessiere... Oh, Entschuldigung, ich muss mich kurz anders hinsetzen. Machen wir das auch mal ein bisschen runter. Nee. Falls ihr jetzt sagt, es ist gar nicht so verkehrt und schau dir das mal an, dann werde ich es behalten. Aber ich glaube fast, dass ich mich davon trennen sollte, weil es mich einfach doch nicht mehr so thematisch anspricht. Ich sollte, glaube ich, ein bisschen schneller machen, weil wir haben noch ein bisschen was. Die Sturmrose von Corinna Boman, das hört sich auch zu sehr nach Kitsch an. Ich weiß auch nicht, warum ich mir es damals gekauft habe. Ja, aber auch das werde ich lieber aussortieren. Dann ist hier noch das weitere Tess Gerritsen Buch. Das kleine Buch vom achtsamen Essen, nachdem ich das Achtsamkeitsbuch gelesen hatte, auch in einem Vlog von mir, wo ich Bücher unter 200 Seiten lese, hat's, also dieses Achtsamkeitsbuch war nichts für mich. Ich habe mir da irgendwie was ganz anderes drunter vorgestellt und ich befürchte fast, dass das so ähnlich sein wird. Deswegen lieber weg. Das Buch habt ihr schon gesehen in meinem Bücherregal-Arrangier-Video oder eben Neu-Einsortier-Video. Ich weiß nie, wie man sowas sitzt. Organisationsvideo? Warum nicht direkt so? Ich mit meinen Namensfindungsproblemen und Eisige Schwestern ist, glaube ich, ein Thriller, der jetzt nicht so unfassbar spannend ist und die Kriterien erfüllt, die ich unbedingt gerne erfüllt haben möchte von Thrillern. Deswegen, you are out! Dann haben wir hier noch ein Achtsamkeitsessensbuch. Das nächste Buch ist vielleicht ein bisschen erschreckend für den einen oder anderen, also sagt mir dann bitte, wenn es gut war und es euch erschreckt, warum. Ja, Vedora von Markus Heitz. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Irgendwie spricht es mich nicht mehr so sehr an. Aber wie gesagt, wenn ihr denkt, das ist was für mich und wenn ihr es super fandet, let me know. Ja, After Passion von Anna Todd. Ich habe es ja damit schon mal vor einigen Jahren probiert, habe danach ein paar Seiten abgebrochen, habe mir jetzt auch ebenfalls wie bei dem Buch von Estelle McCame oder McCame durchgelesen, was die Leute so über dieses Buch sagen. Und auch hier, ich glaube, es ist besser, wenn ich es ziehen lasse. Auch wenn es ja alle gehypt haben und geliebt haben. Aber nee, ich glaube, ich bin da jemand, der das nicht mögen würde. Genauso ist es auch bei Trust, jetzt nicht wegen den gleichen Punkten, aber ich weiß nicht. Ich habe noch ein anderes Buch behalten, das sich ziemlich ähnlich angehört hat und das Buch hatte, glaube ich, die schlechteren Bewertungen. Deswegen, das kommt weg. American Royals war auch nicht so von den Bewertungen her das, was sich dann so angehört hätte, als wäre es was für mich. Genauso auch bei The Club Flirt von Lauren Rowe. Jetzt habe ich hier den nächsten Schocker, glaube ich zumindest. Ja, die Rubinrot-Reihe, Smaragd-Reihe, ich weiß gar nicht, wie man zuerst sagt, puh. Die staubt ziemlich. Das ist schon Zeichen genug. Oh, ich habe ja eine kleine Hausstauballergie. Da werde ich jetzt wahrscheinlich bald anfangen zu niesen. Ja, ich finde die Bücher wunderschön und vielleicht sind sie doch was thematisch für mich, aber gefühlt bin ich jetzt ein paar Jahre zu spät. Ich hätte es vor meinen 20ern vielleicht lesen sollen. Wenn ihr über 20 seid, vielleicht sogar in meinem Alter, lasst mich mal wissen, ob ihr die Bücher immer noch mögt oder erst gelesen habt und dann mochtet. Das würde mich sehr interessieren, weil dann packe ich es vielleicht doch mal noch an. Ja, also das ist sehr unsicher hier, aber irgendwie haben sie mich doch ein bisschen gestört in meinem Bücherregal. Lillesang ist auch so ein Thema.
versuche ich jetzt das doch mal in Nina Blason Buch zu lesen oder nicht? Ist dann das Buch, das mir wirklich gefallen würde? Alles so Fragen, mit denen ich nicht ganz mit Ja antworten konnte, weshalb ich es jetzt erstmal zum Vielleicht-Stapel auch gemacht habe. Aber es ist halt echt schön, das Buch, ne? Aber ich glaube, es ist schon eher was für die jüngere Generation. Brief, da muss ich jetzt echt immer an den Pink Floyd Song denken. Breathe, breathe in the air. Ich hoffe, dass viele von euch Pink Floyd kennen und auch diesen Song kennen, sonst habe ich mich jetzt wirklich umsonst blamiert. Aber ich muss da echt immer dran denken und irgendwie spricht mich das Thema auch total an. Aber ich finde die nächsten beiden Bände einfach nicht mehr. Das ist echt immer dieses Problem. Warum machen das Verlage? Warum? Naja, wenn ihr meint, das Buch ist als erster Band auf jeden Fall auch so gut zu lesen, als ersten Band, Nora Grammatik, come on, du kannst das. Also, wenn ihr meint, dass das Buch auch als quasi Einzelband mehr oder weniger zu lesen ist und man nicht auf jeden Fall den extremen Wunsch verspürt, den zweiten Band unbedingt lesen zu müssen, dann lasst es mich wissen. Also mit Cliffhangern, wenn dann kein zweiter oder dritter Band mehr da ist, kann ich nicht umgehen. Das muss ich schon mal so sagen. So sehr ich sie eigentlich mag, aber wenn es dann keinen weiterführenden Band gibt, nope. Dann sortiere ich das Buch lieber aus. Das gleiche Problem habe ich auch einen Moment bei diesem wunderschönen Buch, das so gehypt wurde und das ich unbedingt haben wollte, mir dann auf jeden Fall auch gekauft habe von Cora Carmack, die Rebellen Stormheart. Da habe ich jetzt gesehen, dass der zweite Band entweder schon auf Englisch da ist oder angekündigt. Auf jeden Fall, ja, ist er vorhanden, entweder bald oder jetzt schon. Aber der zweite Band im Deutschen wurde gecancelt. Es war so, wie ich das von Oettinger Verlag mitbekommen hatte, dass die Autorin tatsächlich schwer krank war. Aber anscheinend hat sie sich da jetzt wieder von erholt, was ich wunderbar finde. Also wenn jemand schwer krank ist, dann sollte er sich darauf konzentrieren, wieder gesund zu werden. Deswegen natürlich habe ich da Verständnis dafür. Nur verstehe ich dann ehrlich gesagt nicht, warum der Verlag jetzt den zweiten Band doch cancelt. Ist jetzt plötzlich der Hype abgefahren? Also ich kann es mir nur aus unternehmerischer Sicht vorstellen, aber es ist natürlich für uns Leser blöd, ne? Jetzt überlege ich, ob ich das vielleicht doch lese und damit hat sich's, weil es ist halt auch einfach ein schönes Buch. Oder ob die Geschichte so genial ist, dass ich auf jeden Fall noch einen zweiten Band lesen sollte und ob ich es dann halt nicht auf Englisch lese. Also da bräuchte ich auch auf jeden Fall eure Hilfe. Bitte. Beim nächsten Buch hatte ich das Gefühl, dass ein bestimmtes Thema schrecklich thematisiert wurde bzw. ausgearbeitet wurde. Und zwar das Buch Pure Corruption – Verloren in der Dunkelheit. Es geht hier darum, dass eine Biker-Gang, vor allem auch der Anführer, eine junge Frau entführt. Wie heißt sie denn? Ich glaube fast, dass der Name von diesem Stempel hier verdeckt wurde. Ist ja auch ein New Adult Buch und irgendwas passiert dann zwischen den beiden. Und es wird dann dieses, es gibt so einen Namen dafür, wenn sich Entführerin in Entführten verliebt. Ich habe leider den Namen dafür vergessen. Es ist ein sehr interessantes Phänomen, finde ich, und ich habe da auch kein Problem damit, wenn es thematisiert wird oder beziehungsweise halt in Büchern dargestellt wird. Aber ich glaube, es wird hier so dargestellt, dass er sie einfach nur ausnutzt, ein absolutes Arschloch ist und sie sich trotzdem in ihn verliebt. Und sowas, finde ich, sollte man nicht verschönlichen. Und da habe ich dann ein großes Problem damit, weshalb ich es dann, na, sage ich mir, nee, besser doch nicht. Ich habe da, glaube ich, nicht so drüber nachgedacht, als ich es mir bestellt hatte. War eine Kurzschlussreaktion. Ja, aber
falls ihr es schon gelesen habt und mich eines Besseren belehren könnt, dass es nicht so schlimm ist, wie ich es mir vorstelle, dann bin ich dann natürlich auch sehr dankbar dafür. Das nächste Buch ist so ein Thema für sich. Blutspur von Kim Harrison. Diese Reihe soll ja unfassbar gut sein und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie was für mich ist, aber ich habe sie mir schon mal gekauft, zumindest das erste Buch, und dann wieder aussortiert, jetzt vor kurzem, weil es sehr günstig verfügbar war, habe ich es mir wieder gekauft und jetzt ist es wieder auf dem Wackelstapel bzw. Aussortierstapel, weil das so unfassbar viele Teile sind. Und ich nicht weiß, ob ich da am Ball bleibe. Das ist ein bescheuerter Grund, ich weiß, aber lohnt sich's? Ist es wirklich so gut, dass ich mich da 12, 13 Bände oder wie viele Bände es jetzt auch immer habe, in Anführungszeichen durchquälen sollte? I don't know. Midnight Girl ist gefühlt ein sehr, ja, langweiliges Buch. Also es ist irgendwie sehr unaussagkräftig. Wenn es besser ist, als es aussieht und jetzt irgendwie seine Vibes bei mir verströmt, dann lasst mich das bitte auch wissen. Aber irgendwie das Cover und das Buch an sich gibt mir gefühlt nichts. Und dann doch lieber weg damit. Dieses Buch habe ich euch, glaube ich, auch schon mal als Wackelkandidat gezeigt und es ist auch eher ein Buch, das ich eher wieder behalte. Aber wenn ihr es schon gelesen habt, dann lasst mich mal bitte wissen, ob ich es direkt als nächstes lesen sollte. Weil ich finde es halt sehr interessant von der Thematik und allem, aber es liegt halt jetzt immer noch hier rum. Wieder ein Schocker, Inferno. Ja. Dan Brown, ich wollte eine Zeit lang unbedingt mal wieder was von ihm lesen und vor allem habe ich das Buch und ein anderes Buch, das jetzt auch in diesem Video vorkommt, noch nicht gelesen. Aber irgendwie habe ich jetzt die Lust dran verloren. Könnte jetzt natürlich sein, dass ich jetzt einfach momentan keine Lust drauf habe, aber ich habe jetzt schon gefühlt seit 2, 3 Jahren keine Lust mehr drauf. Hilft mir mal weiter. Kann man seine Lust für Dan Brown jederzeit wieder gewinnen oder meint ihr, da ist wirklich dann irgendwann der Zug abgefahren? City on Fire ist eher ein Buch, das ich behalte, aber auch das ist so ein bisschen ein Wackelkandidat. Es ist halt auch furchtbar dick, weshalb ich es bisher noch nicht in die Hand genommen habe. Es geht um New York City, es spielt 1977 und ist irgendwie ja der große, überwältigende Roman über New York City, was ich doch auch sehr cool finde, weil ich unbedingt mal nach New York möchte. Und gerade ist es da ja auch sehr extrem von den Fällen des Virus, dessen Name nicht genannt werden soll, weil er gefühlt halt wirklich in aller Munde ist. Deswegen tue ich es jetzt auch nicht nochmal. Wer weiß, wann ich dann mal wieder hin kann, dann ist es vielleicht doch cooler, so ein Buch jetzt erstmal zu lesen. Me Don't Know. Der letzte Band der Cody McFadden-Reihe um Smokey Barrett. Ich fand die Reihe so genial, aber ja, den letzten Band habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt auch irgendwie keine Lust mehr drauf. Ich weiß es nicht, ob ich es doch nochmal wagen soll oder nicht. Vielleicht höre ich es einfach mal als Hörbuch. Mal gucken. So, noch ein Stapel. Ich versuche den einigermaßen schnell durchzubekommen, weil meine Beine schlafen jetzt auch die ganze Zeit immer wieder ein. Und es tut sehr weh. Also probieren wir doch einfach mal das Beste. Ich habe hier noch eine Reihe, ich weiß gar nicht, ob das auch nur eine zweibändige Reihe ist, von Melissa Salisbury, The Sleeping Prince und Goddess of Poison. Sehr schöne Cover und auch irgendwie cool von der Thematik, aber ich habe es jetzt auch schon so lange auf dem Vielleichtstapel und noch nicht angefasst. Ja, ich weiß es nicht. Ein Eschbach ist hier tatsächlich auch auf dem Stapel und auch der wird wahrscheinlich doch weiter auf dem Vielleichtstapel sein, weil ich doch sehr interessiert eigentlich an diesem Buch bin, aber ich glaube, es ist eher ein Jugendbuch von ihm und vielleicht sollte ich dann einfach direkt ein Erwachsenen
Eschbach quasi lesen. Ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall, wie man sich wahrscheinlich denken kann, was mit mehr zu tun. Ich bin hin und her gerissen. Wieso ist das so? Wieso kann man nicht direkt bei einem Buchkauf wissen, ja, bei mir ist es eher so, das könnte mich mal interessieren und ich habe jetzt zwar gerade Bock drauf, aber ich weiß, ich habe zu viele andere Bücher und dann gerät es mehr oder weniger in Vergessenheit. Also Fluch und Segen zugleich, weil ich liebe eigentlich meinen Sub, also meinen Stapel ungelesener Bücher. Aber ja, es ist halt auch irgendwo ein Fluch. Apropos Sub, ich weiß, dass ich euch da noch ein Video schulde. Ich habe leider bisher einfach noch nicht die Zeit gefunden, meinen Sub komplett zu katalogisieren. Das kommt auf jeden Fall auch noch als eine der nächsten Videos, keine Sorge. Aber ja, mich graut da halt auch ein bisschen davor, weil ich nicht möchte, dass das zu arg vielen Kontroversen führt, auch bei den nächsten Videos, da ich halt wirklich auch gerne mal aussortiere wieder oder mir neue Bücher kaufe, so ist es halt. Aber gefühlt muss ich mich da dann trotzdem immer dafür rechtfertigen und ja, das denke ich, sage ich aber auch dann beim Subvideo einfach nochmal dazu. Ashes, Ashes ist das nächste Buch, das ziemlich wahrscheinlich rausfliegt. Da hatte ich mal Bock wieder auf ein Weltuntergangsbuch. Oder ja, es geht hier halt um tödliche Epidemien, haha, Tsunamis und Klimakatastrophen. Und unsere Protagonistin ist 16 Jahre alt. Eigentlich mag ich ja solche Bücher, aber kann man sowas jetzt momentan noch lesen? Mir kommen echt hier gerade heute beim Drehen mehrere Videoideen. Das ist verrückt. Auch Walled City fällt so ein bisschen in diese Thematik, würde ich jetzt mal sagen. Und mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein. Es ist halt auch auf meinem Vielleicht-Stapel. Dann habe ich hier auch so eine Dystopie. Endgame. Die war ja damals sehr gehypt. Ich habe sie leider bisher immer noch nicht angefasst und gelesen. Deswegen, ich brauche eure Meinung auch bitte hierzu, ob die was für mich sein könnten oder nicht. Und das nächste wird jetzt wahrscheinlich sehr schockierend sein. Einen Moment. Hier haben wir die ganze Reihe. Ashes, Ashes und nochmal Ashes, weil es ist viermal Ashes. Haha. Witz des Jahrtausends. Ich bin manchmal echt nicht so witzig. Oh mein Gott, was rede ich hier eigentlich? Auf jeden Fall, Ashes, oh Gott, ist hier auf meinem Vielleicht-Stapel, weil ich die Bücher jetzt auch schon wirklich seit Ewigkeiten habe. Ich glaube, die waren eine meiner ersten Avell-Bestellungen dabei und ja, ich habe sie halt wie gesagt noch nicht angefasst. Lasst mir bitte, 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 bitte einen Kommentar da, wenn ihr die Bücher schon gelesen habt, wie ihr sie fandet, sodass ich das dann auch ein bisschen einordnen kann. Dann hätten wir hier noch den weiteren Dan Brown. Der kommt mal schön zum ersten dazu. Und das letzte Buch, yay, wir haben es geschafft, ist Was uns bleibt, ist jetzt von Meg Wolitzer. Ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Buch, aber gefühlt bin ich dafür jetzt auch zu alt. Oh Gott, das ist bescheuert, sowas mit 27 zu sagen, aber ich glaube schon, dass ich dem tatsächlich entwachsen bin. Ich weiß es nicht. Ja, das sind die ganzen Bücher. Gefühlt ist bei fast allen nur ein Fragezeichen darüber. Deswegen wäre es wirklich, wirklich toll, wenn ihr mir da helfen könntet und ein bisschen Licht ins Dunkle bringt für mich. Wenn ihr dazu ein Follow-up-Video haben möchtet, lasst mich das gerne wissen, was tatsächlich aussortiert wurde und was nicht. Und wie ich irgendwie den noch hier unterbekomme. Weil eigentlich ist alles schon voll und quillt auch schon über. Ja, und bevor ich jetzt hier noch unnötiges weiteres Zeugs rede, verabschiede ich mich jetzt von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns im nächsten Video dann auch wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.